Ja. Mach du mal Krach. Ich mache hier einfach weiter. Und jetzt auch, wo ich hier mehr sehen kann, sehe ich aber auch nicht wirklich etwas, wo ich jetzt hier lang gehen soll. Aber noch ist ja nicht aller Tage Abend. Nicht wahr? So, wie kriege ich jetzt das da weg? Mit dem Zeug hier? Geh als Ausdauer, okay. Durch Waldkauz wird das dann ersetzt. Okay. Aber wie komme ich jetzt da durch? Ich meine, ich habe jetzt hier Kreis der Macht und hier muss ich dann eigentlich durch. Hier hinten ist auch eine Treppe. Hier ist halt auch alles verschüttet. Ich weiß ja nicht. Ist ja ein bisschen schade, dass ich da halt nicht weiß, wo ich lang gehen soll. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich hier irgendwo da durchgehen soll und sowas. Dahinter ist auch ein Ghoul. Aber da komme ich halt nicht hin. Ich dachte hier, das eine Arret, das ich habe, ist dafür gedacht, dass ich hier halt durchkomme. Los, komm. Mach dein Feueratem. Nichts passiert. Dann machen wir doch lieber das telekinetische Stoß, der benutzt wird, um Feinde umzuführen und Tore einzuschlagen, sowie Wagen und Karren umzuwerfen. Ah, das ist hier wirkungsvoll gegen verwundete Gegner. Eins drücken um das Zeichen Art. Okay. So, ich kann hier auch einfach die... Okay, verstanden. So, aber... Wie komme ich da jetzt da hin? Ist das hier eine eingebrochene Wand, die ich irgendwie zertreten kann? Warte. Jetzt. Nein. Okay, dann nicht. Gut. Aber ich muss ja hier die Ghoul erledigen. Oder geht es da nicht weiter? Oder geht es da dann doch weiter? Ich habe keine Ahnung, Leute. Einfach mal keine Ahnung. Was sagt denn die Quest? Quests. Wo ist denn das? Begrabene Erinnerung. Ich könnte die Ghoul töten. Ich muss zum Mikro gehen, um meine Belohnung. Ah, okay, ich bin fertig. Na gut, das hätten sie mir auch vorher mal sagen können, irgendwie. Oder bekannt machen können. Oder. Ich hatte es wahrscheinlich auch nicht gesehen. Das kann natürlich auch sein. Wir gehen jetzt einfach raus und schauen wir mal. Hat die denn noch irgendwas dabei? Die hat dabei. Nix. Okay, dann nicht. Dann gehen wir halt raus und hoffen, dass der Mikul mir einfach meine Belohnung gibt, halt dadurch, dass ich 2, 3 Ghoul jetzt getötet habe. Ich habe jetzt echt gedacht, dass es da noch ein Stückchen weitergeht. Aber okay. Wenn es nicht so ist, dann ist es halt nicht so. Ja, ja. Ort der Macht, bla bla. Gut, dann einmal. Da wäre auch ein Lagerfeuer, okay. Also was sehe ich immer so an sich kaum. Noch. Bis ich dann irgendwann in irgendeinem anderen Spiel so rumlaufe und mir so denke, boah, geil, Lagerfeuer, erstmal Alchemie machen. Und dann denke ich mir so, irgendwie falsches Spiel. Aber abwarten. So, wie sieht denn das hier aus mit neuer Ausrüstung? Kriege ich die denn auch mal bald oder eher nicht? Ich hab keine Ahnung. Da müssen wir auch noch die große Bestie erlegen. Erledigen, so rum. Was liegt denn da? Kann ich das mitnehmen? Nein? Okay. Na, man kann ja mal fragen. Eine Feuerstelle. Ach, das ist hier das. Das Möttingen-Lagerfeuer. Sind da jetzt mehr Leute als vorher? Was ist hier los? Lasst mich! Meine Werkstatt würde ich nicht für alle Schätze der Welt aufgeben! Oh doch, ihr werdet sie aufgeben, Alterchen. Sonst... Sonst was? Ein Hexer. Tötet ihn. Wohl kaum. Muss ich jetzt nicht verstehen. Und wo kommt der schon wieder her? Ihr gehört uns, Hexer. Ihr hättet die Salamandra in Ruhe lassen sollen. Diese Brücke wird euer Grab. Ich glaube nicht. Los, rauf da! Ich hab doch da drauf, da. Warum macht der es dann einfach nicht? Ich weiß nicht. Los. Auf sie alle. Sie haben es nicht anders verdient hier. Oh, geköpft. Ein bisschen. Aber zumindest hilft mir hier die Wache ein bisschen.
Auch geköpft. So, und jetzt ist der komische Typ hier dran. Los, drauf da. Was dann drauf da, hast du jetzt nicht verstanden. Habt Dank, schon tot? Hexer. Ihr habt mich gerettet. Und mein Labor, meine Destillierkolben, meine Schätze. Aha. Jederzeit. Und dafür lässt er jetzt meine Körperteile in Ruhe, oder? Ich weiß nicht so gut, worauf sie aus sind. Um die gestohlenen Geheimnisse zu nutzen, brauchen sie Ausrüstung. Sonst sind die Mutagene der Hexer nutzlos. Fast hätten sie Kalkstein gehabt und seine Schätze. Fast hätten sie in Kaer Morhen Erfolg gehabt. Fast macht einen großen Unterschied. Ja, das stimmt sogar. Wäre ich bei Wesemir und dem Furchtbringer geblieben, wäre ich heute vielleicht einer anderen Bedrohung begegnet. Sie kamen wegen mir. Ich habe vor einiger Zeit eine gewisse Entscheidung getroffen. Wenn ihr gewusst hättet, wie es ausgeht, hättet ihr anders gehandelt? Nein. 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 Es war die richtige Entscheidung. Und ich werde mich den Konsequenzen stellen. Das überrascht mich nicht. Ihr seht aus, als würdet ihr nie zurückblicken. Besucht mein Geschäft in Visima, wenn ihr Zutaten für eure Tränke braucht. Ihr bekommt Rabatt. Ja, wenn ich dann irgendwann mal in die Stadt komme. Was da so eine Sache ist. Ihr hättet dem alten Mann nicht helfen sollen. Der kommt wieder und will reden. Was faselt ihr da? Der alte Mann redet und redet. Davon kriege ich Kopfschmerzen. Nächstes Mal steinige ich ihn. Das möchte ich euch nicht raten. Er ist ein mächtiger Alchemist. Der Hauptmann sagte, lasst nur die mit Pässen durch. Ich weiß, ich weiß. Morgen schicken die mich zum Mühlentor. Dann stehe ich da. Wenn ihr einen Pass habt, dann schaut mal vorbei. Okay, wenn ich dann tatsächlich einen Pass haben sollte. So, was hast denn du Schönes dabei? Oh, zwei Ohrens, das ist ja unglaublich. Oh, was liegt hier so Schönes in den Überresten? Ein temerisches Schwert. Kann ich das vielleicht irgendwie mitnehmen? Wieso kann ich das so nicht tragen? Ich weiß nicht. Ich kann keine Gegnersteine mehr mitnehmen. Wieso denn nicht? Beim Gästevertrag. Ertrunkenen Vertrag. Ich nehme das jetzt einfach mal an. Ruhevertrag meinetwegen. Wie werde ich denn jetzt hier mein Inventar mal leer? Kann ich das irgendwie loswerden? Nee. Gegenstand weglegen. Ah, muss ich das da draufziehen? So? Ich weiß ja nicht, ob das jetzt hier einfach untergedingst wird. Furchtbringend. Ich weiß nicht, brauchen wir das noch? Okay. Unbekannter Trank. Benutzen wir mal erstmal nicht. Speise. Das setzen wir mal dahin. Bagastschädel, wertvolle Zutat. Aha. Okay, also das kann ich verkaufen. Wenn ich irgendwen finde dafür. Buch der Schwalbe. Schriftrolle. Aha, aha. Okay. Okay. Kann ich das jetzt wegschmeißen oder brauche ich das nicht? Ich habe das bereits gelesen. Dann legen wir das mal hin. Dann die Verträge nehme ich mal erstmal noch mit. Hier haben wir Schwalbetrank, kann ich zusammenstecken. Noch mehr davon. So auch nicht. Nein, kann ich nicht. Bedauerlich. Gut, kann ich jetzt das Schwert mitnehmen? Immer noch nicht. Wieso denn nicht? Was liegt denn hier in Überresten? Ein temerischer Dolch, der macht 1 bis 6. Ich habe auch einen temerischen Dolch und ich habe hier ein Hexerstahlschwert. Da weiß ich ja noch nicht. Salamanderbrosche. Nehmen wir mal mit.
Wozu auch immer. Wieder ein temerisches Schwert. Ich würde das ja echt gern mitnehmen. Aus dem Grund. Klingenüberzüge, hä? Aha. Kann ich nicht? Kann ich das so? Nein? Ich weiß ja nicht. Ich dachte hier so, ne? Nein? Gut, dann nicht. Dann kann es erstmal weg, denke ich. Dann. Pflaumentinktur. Weg. Was haben wir hier? Das ist ja alles Alchemiezeug. Das ist okay. Fisch. Brauche ich erstmal nicht. Dann lassen wir hier mal auf der Brücke zurück. Muss ich das jetzt hier auch mal ganz kurz lesen? Dieses Buch? Ja, okay. Dann kann das weg. Habe ich das gelesen? Ja, es kann weg. Aber irgendwie muss ich doch hier das Schwert mitnehmen, oder nicht? Oder muss ich hier das Schwert mal ganz kurz weglegen? So, und jetzt kann ich das Temerische mitnehmen. Das macht wie viel Schaden? Minus 20%. Nee, weg damit. Nehmen wir doch lieber das Hexerschwert wieder mit. Okay. Dachte so, ne, liegt geile Waffe und sowas und dann, nee, irgendwie gar nicht. Gut, wir müssen jetzt aber auf jeden Fall zurück zu dem Geistlichen. Weil wir haben ja jetzt alle Quests hier gemacht. Jetzt müssen wir noch gucken, dass der uns jetzt hier weiterhilft, in die Stadt zu kommen. Oder zumindest bei der Quest mit den Salamandern. Ich weiß auch nicht. Das wird bestimmt super. Hoffentlich. Mal gucken. Einmal wieder einen weiten, weiten Weg laufen. Und dann mal schauen. So, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sind diese Verträge, die ich jetzt hier nebenbei habe, eigentlich nur dafür da, um quasi jetzt zum Beispiel diese Ertrunkenen hier nochmal zu töten, um wieder eine andere Quest zu machen, für die ich vielleicht Gold bekommen könnte. Weiß ich aber nicht, ob das auch so gut funktioniert. Muss ich mal dann später mal gucken. Falls mich jetzt nicht irgendwas davon abhält. Ne? Wie das halt immer so ist. Ist es noch weit? Ist es noch weit? Ist es noch weit? Ja, du mich auch. So, wir sind fast da. Hier sind wir am Haus des Geistlichen. Ist er jetzt zu Hause oder ist er jetzt vorne an der Kapelle? Würde ich ihm ja auch zutrauen. Hier ist er auf jeden Fall nicht. Wir haben immer noch diesen Katzentrank aktiv. Weil wir es können. So, Geistlicher. Geistlicher, bist du der Geistliche? Der ist der Geistliche. Sprecht, schnell. Ich habe die ganzen Quests getan. Ich möchte gern einen Mann in der Gruft unter der Kirche begraben. Möchte ich das? Ich hörte, die Kirche ewigen Freund bezahlt Kopfgeld für Ertrunkene. Seid ihr ein Kaplan? Das weiß ich doch. Ich möchte gern einen Mann in der Gruft unter der Kirche begraben. Ihr habt das ewige Feuer entfacht. Ich bin euch so dankbar. Dann ist es abgemacht. In der Gruft steht ein verfallender Sarkophag. Verfallend? Wollt ihr lieber ein Loch ausheben? Ich nehme den Sarkophag. Gut. Und... Sprecht, schnell. Was haben wir jetzt noch? Muss ich jetzt diese Nebenquest machen? Ich hörte, nicht. Die Kirche des ewigen Feuers bezahlt Kopfgeld für Ertrunkene. Wenn ihr beweisen könnt, dass ihr einen getötet habt. Ich habe Köpfe von Ertrunkenen. Wo ist die Belohnung? Ich habe die Köpfe von Ertrunkenen. Hab ich? Wo ist meine Belohnung? Hier. Möge das ewige Feuer euren Weg erleuchten. Okay. Ist ja gut. Ich glaube, ich habe mit dem Mikul jetzt noch nicht gesprochen wegen... Meine neue Puppe. Ja, wegen... Wegen, dass er doch den Geistlichen sagen soll, dass wir ihm hier seinen Quest gemacht haben. Das kann natürlich sein. Das heißt, wir müssen jetzt wieder zurück. Oh. Bisschen nervig, diese Laufwege sind ja schon, ne? Nur so ein bisschen. Aber sowas gehört halt dazu. Sowas passiert. Gut. Nee. Den kann ich ja nicht runterspringen, das ist ihm einfach zu hoch. Er hat Angst davor, dann hier sich den Fuß zu verstauchen. Das wird schon. Irgendwie. Hoffentlich.
Und wenn nicht, dann, naja, halt nicht. Ja, also wir haben ja Zeit. Also ich krieg die 100 Folgen von The Witcher auf jeden Fall voll, denke ich. Eventuell. Nochmal gucken. Er läuft und läuft und läuft, läuft, läuft und läuft und läuft und läuft, läuft, läuft. So, oder ist er jetzt da drüben am Mühlentor? Weil hier ist er jetzt nicht. Wo ist das Mühlentor? Ist das da drüben? Maribor-Tor, Müller-Tor. Ja, aber wie komme ich denn jetzt zum Müller-Tor? Das andere Tor, was das da ist, ist das Ding ins Tor, nicht? Ich bin verwirrt. Und davon jede Menge. Schon ein bisschen bedauerlich. Also ist das Tor jetzt das Müller-Tor, ja? Hoffe ich. Ich weiß ja nicht.